Euer Votingspiel in dieser Woche ist aus der U19 Gruppenliga und heißt 1. FC Langen gegen die JSG Rosbach. Die Gastgeber wollen heute den ersten Sieg einfahren. Am ersten Spieltag gab es zwar nach einer super Aufholjagd noch ein 3:3 Unentschieden, heute soll aber dann der erste Dreier her. Die JSG aus Rosbach hat hingegen schon die ersten 3 Punkte auf dem Konto, gewannen zu Hause mit 4:1 gegen den BSC Frankfurt. Bei strömenden Regen geht es in diese Partie am Samstagnachmittag und wir springen direkt in die 10. Spielminute. Aslan bekommt hier den Ball, setzt sich gut durch gegen 2 und probiert es dann mal aus der Distanz. Keeper Hess jedoch mit der Faustabwehr. Die Gastgeber probieren es vor allem über Standards. Die Ecke kommt wunderbar auf Miller. 1:0 in der 22. Minute durch Alex Miller. Sein 2. Saisontor und das macht er hier in feinster Mittelstürmermanier. Schleicht sich von hinten an und sticht im letzten Moment zu. Und es geht weiter auf das Tor der Rosbacher, diesmal aus dem Spiel heraus mit einer Flanke von der linken Seite. Hess hat jedoch aufgepasst und lenkt den Ball zur Ecke. Kurz vor der Pause hat der 1. FC nochmal eine Freistoßmöglichkeit. 35 Meter vor dem Tor, das ist Görgi und der probiert es einfach mal direkt. 2:0 für Langen und ja, der Ball flattert und ja, der Ball ist nass. Aber was war das für ein Torwartfehler? Hess in der Szene zuvor noch so souverän und dann passiert ihm sowas. Das muss er jetzt schleunigst abhaken. Danach geht es direkt in die Pause. Eine komfortable Führung für die Gastgeber. Aus dem Spiel heraus geht leider noch nicht so viel. Für Gästekeeper Hess gab es aufmunternde Worte in der Pause. Schauen wir mal, ob die Rosbacher hier zurückkommen können. Doch erstmal ist es wieder der 1. FC. Schön gespielt, Türk kratzt ihn noch von der Linie und da kommt wieder Miller angerauscht. Beck und Hess verhindern hier gemeinsam das 3:0. Die Seiten wurden zwar getauscht, am Spielverlauf ändert sich jedoch nichts. Wieder geht es über eine Ecke und am zweiten Pfosten wartet Schwarz, legt ihn jedoch knapp drüber. Auch die nächste Szene gleich der letzten fast identisch. Wieder eine Ecke über rechts, doch diesmal ist der Ball im Tor. Das 3:0 in der 61. Minute, das hatte sich abgezeichnet und es war ein Eigentor von Noah Neumann. Wird angeköpft und versucht mit seiner Schulter noch abzuwehren, buxiert den dann aber ins eigene Gehäuse. Eine sehr unglückliche Aktion. Die JSG bekommt keine Verschnaufpause. Es herrscht Dauerdruck der Gastgeber und fast alles geht über Standards. Eigentlich keine gute Ecke, doch Türk wird hier regelwidrig von den Beinen geholt. Klarer Elfmeter. Den fälligen Elfmeter tritt der Gefaulte auch selbst und verwandelt eiskalt zum 4:0 in der 66. Minute. Das 2. Saisontor für Metehan Türk. Hess ahnt hier zwar die Ecke, doch der Strafstoß ist zu platziert getreten. Und der Torschütze zum 4:0 ist immer noch heiß. Rettet den vor dem Torhaus und schlägt den perfekt auf den Kopf von Miller. Das 5:0 nur 120 Sekunden später. Miller nun mit einem Doppelpack. Schwierig zu halten für Hess, da war viel Wucht hinter diesem Kopfball. Und eins muss man den Rosbachern wirklich hoch anrechnen. Sie geben sich nicht auf. Öztürk schnappt sich hier mal die Kugel und probiert es mal aus 35 Metern. Haarscharf am Ehrentreffer vorbei. Das war wirklich hauchdünn. Kurz vor Schluss dann nochmal die Gastgeber, kommen über die rechte Seite. Super Ballannahme von Zink, geht hier ins Dribbling und kann nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Schiedsrichter Höck bleibt keine andere Möglichkeit, als erneut auf den Punkt zu zeigen. So darf man im Strafraum nicht zu Werke gehen. Den fälligen Strafstoß tritt diesmal Schwarz. Ist es das 6:0? Nein, Hess pariert glänzend, ahnt die richtige Ecke und kann sich noch einmal auszeichnen. Danach ist dann auch Schluss. Der 1. FC Langen gewinnt verdient mit 5:0 und hat die ersten 3 Zähler nun auf dem Konto. Rosbach heute mit einem rabenschwarzen Tag.
da ging nicht viel zusammen. Der Trainer des 1. FC hat das Spiel bei uns nochmal am Mikrofon zusammengefasst. Ich glaube, dass wir durchaus hätten auch höher gewinnen können. Waren sehr unsauber in den Spielen, in den Spielzügen. Ich glaube einfach, dass die Qualität der Jungs heute so ein Stück weit geregelt hat. Und wir aber nicht wirklich über die mannschaftliche Leistung die 3 Punkte eingefahren haben, sondern das war viel mehr die einzelne individuelle Qualität, die Qualität über die Standards. Aber wir haben heute kein gutes Spiel gemacht und das wissen die Jungs auch selbst. Für Langen geht es dann nächsten Dienstag schon weiter im Kreispokal gegen Dudenhofen. Rosbach empfängt den punktlosen SV Gelb am nächsten Samstag. Da ist für beide Teams ein Sieg drin.